Hallo, ihr Hübschen, Yuppie. Ich mach jetzt mal so. Guck mal, jetzt kann man das Regalchen da noch sehen und ich habe noch ein Bild hier aufgehangen hier. Ich habe gedacht, das könnte man sehen, aber ich sitze ja selber davor, ne? Ich sitze davor. Heute möchte ich einfach mal ein paar Bücher vorstellen. Besser gesagt, ich mache das nach jedem Video. Also, erstmal, weil ich einen Stapel Bücher hier neben mir liegen habe und ich euch alle vorstellen möchte. Bestellung beim Universum heute von Manfred Mohr. Das erste habe ich auch gelesen, das war von Bärbel Mohr, von seiner Frau, die 2012, wenn ich mich nicht irre, verstorben ist. Ich habe es sozusagen fast aufgegessen. Ich habe mir noch ein paar Zeichen hingemacht, weil ich dann den Manfred per E-Mail angeschrieben habe, was ich da für so kleine Druckfehler oder wie auch immer drin waren. Ich bin ja so eine, die immer auch doch irgendwie noch einen Fehler entdeckt, ne? Es waren nicht so viele, ich meine, es ist wunderbar geschrieben und beschrieben, wie man heute beim Universum sozusagen seine Wünsche bestellt. Das macht man ja früher auch schon. Also ich meine, ich habe so gut 30 Jahre Erfahrung damit. Nicht nur mit diesem Buch, nein, Quatsch, eigene Erfahrung. Ich wollte euch einfach dieses Büchlein ja einfach mal empfehlen. Es ist auch, ich meine, ein bisschen größer als meine Hand, aber für die Männer von euch wird es wahrscheinlich richtig passen. Also auf jeden Fall ist es ein Taschenbuch. Dann ist es gut für die Handtasche, wenn man eine große Handtasche hat. Ich zurzeit habe, ich kann das mal zeigen, habe keine große Handtasche zurzeit, sondern eher einen kleinen Rucksack, aber ist egal. Und man kann auch zwischendurch sich, also ich meine, wenn man so Zeichen reinmacht, so wie ich, kann man da auch nochmal nachlesen, wenn einem etwas fehlt. Auf jeden Fall wird da schön beschrieben, wie man was sich bestellen kann beim Universum. Und wer das erste Buch auch noch nicht gelesen hat, empfehle ich dann gleich auch mal das erste Buch Bestellung beim Universum von Bärbel Mohr. Aber das ist jetzt aktuell. Das ist erst ein paar Wochen veröffentlicht worden. Seit ein paar Wochen, Leute. Und ich habe dieses Büchlein hier, erste Ausgabe 2018, habe ich sogar in einem Buchverlag, sag ich schon, in einer Buchhandlung, einen Buchladen gekauft und bestellt. Natürlich auch bestellt, weil es leider nicht da war. Warte mal. Ich weiß gar nicht mehr den Preis. Auf jeden Fall war es irgendwie sehr günstig, Leute. Also 12 Euro oder so, 13 Euro. Das ist doch wohl drin. Ich meine, für Weihnachten kann auch ein gutes Weihnachtsgeschenk sein, Leute. Also deswegen, ich mache hier gerade mal ein paar Buchempfehlungen für euch. Ja. Und eigentlich kann ich sagen, ich habe es wirklich gefressen. Ich war schnell durch. Und ich finde es auch sehr schön, dass er das gemacht hat. Und auch noch eine neue Version davon veröffentlicht wurde. So viel dazu. Ich wünsche euch viel Freude beim Lesen, wenn euch dieses hier interessiert. Neue Wünsche in einer neuen Zeit. Ich werde euch hier unter meinem Video eine Gruppe verlinken, wo ihr gerne reinkommen möchtet, wollt, wie auch immer, könnt. Ansonsten sage ich immer nur, selbst ist die Frau oder der Mann, wenn man was Schönes sich wünschen möchte oder erfüllen möchte oder Ziele und Träume. Auf jeden Fall solltet ihr, die halt noch nicht so erfahren sind wie ich, mit manifestieren, visualisieren und fokussieren oder wie auch immer, solltet ihr ein Blatt nehmen oder ein Block oder was auch immer. Ich habe schon mal hier sowas Neues, Leeres. Und werde mir nachher auch nochmal eine kleine Liste machen, damit das kleine Chaos auch aus dem Kopf kommt. So viel dazu. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst euch nur gut gehen und viel Spaß beim Lesen.